So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Part, die Insel Vendettas, die Insel, oder besser gesagt, das ist Super Zerons Insel und Vendetta rennt hier drauf rum. Im letzten Video sagte ich, ich möchte mal um einen kleinen Lavasee 3x3 Steine herum so wegbauen. Also immer so drei lang und drei hoch, ne, soll das sein. Bei mir ist auch noch drei tief, ist mir auch noch Latte. Weil ich habe in meinem kleinen, kurzen Minecraft-Leben habe ich die meisten Diamanten in der Nähe von Lava gefunden. Ich weiß nicht wieso, aber so ist es. So, und jetzt nochmal. Ich habe das am Ende des letzten Videos gesagt. Guckt euch mal bitte an, welche Sachen ich jetzt... Ach, hier kann ich auch noch graben. Haha. Sind noch nicht fertig. Nein. Das noch. Also wir graben jetzt hier echt so immer drei hoch. Alles mal weg hier. Junge, erschreck mich nicht so, Spitzhacke. Aber diesmal bin ich cool geblieben. Der Sound ist echt zu laut und zu erschreckend. Schlimmer als Skeletor. So. Auch mal weg. Zack, zack, zack. Eigentlich wollte ich, das ist immer noch eins von meiner Shitty, die Chroniken-Videos, also ein Abend, fünf Videos oder so. Eigentlich wollte ich schon längst ins Bett, aber mich hat schon wieder dieser Minecraft-Hype. Das komische Minecraft, dieses, was mich nicht schlafen lässt. So. Jetzt hauen wir hier mal alles so weg. So, jetzt nehmen wir nochmal hier Schaufel. Ah, hier. Mal Erde, soweit es geht, weghauen. Okay, da existiert anscheinend noch mehr Lava. Jörg Pilava. Ganz schlechter Gag. Oh, da ist noch mehr wieder. So, und jetzt guckt euch mal echt dieses Gebiet an, was hier alles gerade gefunden wurde. Wie viel Rohstoffe hier alleine zu finden sind. Das ist der Wahnsinn. So, aber wir sollten mal... Ja, die Zeit dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Hallo? Ich vermute ja immer noch, dass hier irgendwo Diamanten sind. Give me some diamond. Like a diamond in the sky. Ja, das war richtig klug. So. Also, meine Theorie ist nicht so blöd. Da wo Lava ist, gibt's auch was Wertvolles zu finden. Nur... Brauche ich halt noch wirklich genügend Studien, versteht ihr? Ja, stress mich nicht, Lava. Alte Scheiße, kommt da noch Lava. So, Ruhe im Puff. Aha, Gold haben wir auch noch hier in der Nähe. Aber gibt es so richtig geile Indikatoren für Diamanten? So, gucke da und da und du findest Diamant. Das wäre so gut. Ich glaube nicht. Mit, weil ich sag's relativ oft, Gold ist Gold. Deswegen nehmen wir es mit.
hoher See. So. Meine Theorie ist für den Arsch, wie man sieht. Oder habt ihr irgendwo Diamanten gesehen? Und wisst ihr, was jetzt das Schlimme ist? Jetzt denkt man sich so, okay, ich habe jetzt schon so weit gegraben. Jetzt kannst du ja ruhig noch mal ein bisschen weiter graben. Ist jetzt nicht so schlimm. Viel schlimmer ist es, jetzt wegzugehen und irgendwann herauszufinden. Nein, das findet man ja dann nicht heraus, aber man will halt nicht herausfinden oder man hat halt Angst, dass sich da doch noch was befindet. Und das ist das Schlimme. Und ich will meine Theorie irgendwie testen. Vendetta testet live. Vendetta testet Diamantensuche. Ja, scheiß Diamantensuche. Ich höre Ping-Pong spielen ist Lava. Okay, da hinten sieht es aber gut aus. Also, wir räumen hier trotzdem mal ganz kurz auf. Vielleicht versteckt sich irgendwo hinter so einer Erdschicht. Oh, hier sieht man nichts. Hinter so einer Erdschicht. Oh, meine Augen tränen, weil ich gerade so steif auf den Monitor starre. So, ja, 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 Lava. Jeder Block wird genau gescannt. I am the Terminator. I scan your rock and your block. Aha, interessant. Ah, Lapus Lazuli, fuck. Facus Lazuli. Aha, du bist also so einer, der mich stressen will, oder was? Ihr wollt Stress auf dem Feuerberg. Oh, 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 hier brennt die Bude. Ah, ich sehe gerade ein großes Problem. Okay, Problem beseitigt. Hast du nicht mit gerechnet, dass ich wiederkomme, hä? Hier haben wir Gold, hier haben wir Lava, hier haben wir Wasser, aber das ist nicht das Wasser, was ich von oben runtergelassen habe, oder? Obwohl, gar nicht so unwahrscheinlich. Lapus Lazuli? Ich stehe auf diese ganzen Höhlensysteme. Oh, und wie es so dunkel wird, ne? Klingt wie so alte Spielzeuge, die so Laser imitiert haben. Pfiu, 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 pfiu. Die Erde da sieht unwahrscheinlich aus, so. Unwirklich. Oh, Ruhe. Ich muss bald wieder hoch, verdammte Scheiße. Ob ich den Weg jemals zurückfinde, ist noch eine andere Sache, aber... Irgendwo hier Lava. Ich bin hier auf der Suche nach Lava. Hat irgendjemand Lava gesehen? Vielen Dank. Auf jeden Fall ein riesen Lavasee. Ist echt mal nicht unwahrscheinlich hier. Ehrlich jetzt. Es muss hier was geben. Es muss hier was geben. Wir haben Diamanten gefunden. Yes, sir. Zwei oder was?
Ist das dein verfickter Ernst? Ich leg hier einen ganzen Lavasee trocken für zwei beschissene Diamanten oder was? Ach, die ich noch nicht mal einsammle oder was? Nein. Ah, Diamanten. Ja, hallo. Spring mir mal eher Diamanten frei, du Penner. Oh ja. Ich werde nie wieder nach Hause. Wow! Okay. Opa Zeron, ich komme. Oh Leute, ich muss noch ein Part aufnehmen, wa? Ich muss noch. Ah ne, die Nacht geht ja gerade erst auf. Es ist noch gar. Es ist noch gar nicht so weit. Was soll denn das? Warum dauert denn das so lang? Ich könnte das jetzt löschen, aber es wäre blöd. Ich will sehen, was da unter ist. Oh, und ich wollte hier erst gar nicht lang gehen. Oh, bin ich froh, dass ich nicht auf mich höre. Oh, bin ich froh, dass ich nicht auf mich höre. Fertig jetzt? Seid ihr jetzt mit euch im Rhein hier? Würde ich nicht gerne machen. Alle Gefahrenquellen ausmerzen. Ich bin so froh, dass ich nicht auf mich höre. Und hier Diamanten zerstöre. Haben wir Diamanten irgendwo da? Nein. So, wollen wir doch mal gucken. Was haben wir denn da? Sechs! Sechs Stück. Die Schuhe sind schon drin. Die Hose könnte auch schon sein. Wollen wir sie gleich bauen? Nein, wir können noch abwarten. Wir können noch abwarten. Aber wir haben die nächsten Diamanten. Oha. Euch ist klar, ne? Wenn ich die Quest erfüllt habe, also wenn ich das wirklich schaffen sollte und ich jemals wieder zurückfinde, das ist ja auch noch die Frage jetzt. Also mal ehrlich, ich... Das wird nicht so einfach, glaube ich. Gott, wie ich mich hier über Diamanten freue. Ich habe echt schon lange nicht mehr so eine Freude an Minecraft gehabt. Diamanten, Diamanten, Diamanten. Papa braucht neue Zähne. Brauche ich Diamanten. Ich habe echt eine richtig gute Höhe. Eine richtig gute Höhe. Diamanten, Diamanten, Diamanten. Winning, winning. Hey, Winner, Winner, Chicken Dinner. Was war das? Da ist auch nichts. Okay, da sehe ich auch nichts. Erstmal nochmal alles aus. Aha, da oben kommt das Wasser her. Wer macht denn sowas? Okay, das Wasser spült hier die ganze Zeit gegen. Ich sag euch was da. Es muss einfach sein. Es muss sein! Mein Urin hat mich noch nie im Stich gelassen. Warum? So, wie viel haben wir noch? Wir haben noch ein paar. Ich sollte aber ein Brot fräsen. Nur mit vollem Magen ist der tapfere Minecraft-Spieler bereit, Diamanten zu finden. Mit vollem Magen oder einer Vergiftung. Mann, 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 Mann. Ich habe jetzt hier schon mehrere Tage nicht geschlafen. Eigentlich müsste der Spieler zusammenbrechen, weil er nicht mehr kann. Okay, komm schon, Diamanten! So, und genau hier werde ich meine letzten Diamanten finden. Ich sag's euch.
Naja, vielleicht nicht da unten drin, aber. Ist dahinter immer noch Lava? Ja, das ist das letzte Stück Lava. Okay, verstehe. Wir können ja auch mal ganz seriös hier. Flup, flup. So. Jetzt nehme ich meine alte Dreier-Technik. Und damit meine ich nicht die mit den scharfen zwei Schwedinnen. Und, so. Nichts. Aber die Frage ist auch echt, wie ich hierher gekommen bin, ne? Das frage ich mich wirklich gerade. So. Und jetzt hier, ah, scheiße, da habe ich die Glühbirne falsch gesetzt. Auch eine gute Frage mal für die Kommentarwelt da unten. Sagt ihr Leuchtmittel oder sagt ihr Glühbirne? Das würde mich wirklich mal interessieren. Gebt mir ein Hashtag Glühbirne oder ein Hashtag Leuchtmittel. Und dann kann ich da mal eine Statistik drüber führen. Wenn aber nur drei Leute schreiben, braucht ihr auch keinen Hashtag. Dann kriege ich das so hin. So, letzten Diamanten. Ich spüre es. Alter Fuchs, wie ich das spüre. Das. Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Aber was muss dieser Fuchs hier tun? Natürlich auch sein, dass wir einfach ein bisschen zu nah sind an dem letzten Fund der Diamanten. Oh, ich kann so viele neue Theorien aufbauen, das ist egal. Kann mir ja eh keiner sagen, ob ich recht habe oder unrecht habe. Es kann ja auch sein, dass Diamanten direkt neben den Diamanten sind. Da haben wir Redstone. Ach scheiße, werde ich heute noch eine Folge aufnehmen müssen. Aber eigentlich, bevor ich die Quest abschließe mit den Diamanten, ist ja viel cooler. Ach so, das war von mir selbst gegraben. Das ist natürlich schlecht. So. Weiter. Vendetta hat Feelings. Oh, Vendetta hat extreme Feelings. Wo sind wir denn hier gelandet? Alter, was hängst du hier so alleine rum? Ist ja voll öde. Guck dich doch mal um hier. Was soll denn das? Oh, ich höre schon wieder. Okay, wo auch immer ich gelandet bin. Ich glaube, ich habe kein Ticket für hier. Ich finde das gerade gar nicht so gut. Es ist ein Lavasee. Es ist ein Lavasee. Meine lieben Freunde. Es hilft alles nichts. Wir müssen pausieren. Guckt mal hier. Die Uhr. Die Sonne geht auf. Wie viel Essen haben wir noch? Es wird knapp. Also, ich werde jetzt hier pausieren. Und ich werde noch ein Video aufnehmen. Ich werde es einfach tun, weil ich bin gerade so im Flow. Und bevor ich zu viel Zeit vom nächsten Video verquatsche, sage ich jetzt ganz schnell, haut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis denne. Danke, Opa Zeron. Ciao, ciao.